An den internationalen Aktienbörsen geht es heute leicht nach oben, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass heute Morgen in China die neuesten Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht wurde und dabei zeigte sich, dass sowohl der Dienstleistungsbereich als auch das verarbeitende Gewerbe sich weiter erholen konnten und für beide Segmente liegen die aktuellen Werte der Einkaufsmanager-Indizes über der 50er-Marke. Das ist ganz wichtig, weil dies die Grenze ist für eine weitere Expansion der Wirtschaft in den kommenden Monaten. Im weiteren Wochenverlauf stehen vor allen Dingen wichtige Arbeitsmarktdaten im Blickpunkt der Marktteilnehmer. Für Deutschland und einige Staaten der Eurozone werden leicht ansteigende Arbeitslosenquoten erwartet, während hingegen beim Arbeitsmarktbericht am Donnerstag aus den USA von leicht gesunkenen Neuanträgen auf Arbeitslosenunterstützung ausgegangen wird und auch im Vergleich zum Vormonat die Arbeitslosenquote unter die Marke von 13% gefallen sein sollte. Für Verunsicherung sorgen hingegen Nachrichten von Seiten aus den USA vor allen Dingen über steigende Anzahl von Neuinfektionen und das dämpft dann auch wiederum die Stimmung an den internationalen Kapitalmärkten, sodass zunächst einmal weiterhin von einer Seitwärtsbewegung auszugehen ist. Musik